Hallo, heute möchte ich euch noch zeigen, wie man an unserer Armatur Pro aus dem Complete Set oder auch als einzeln gekaufte ganz einfach eine Nachtabschaltung bzw. ein Magnetventil anschließen kann. Dies haben wir auch neu in unserem Sortiment und ist einfach verbindbar steif mit unserer Armatur Pro. Ich habe da mal was vorbereitet. Bei unserer Armatur Pro geht man einfach her und dreht mit einem 14er Schlüssel das Nadelventil mit ein ganz klein bisschen Kraft ab. Es ist fixiert mit einem Kleber, der eine leichte Bruchfeste hat. Das heißt, man kann ihn einfach lösen, ist aber CO2-dicht. Wenn man das gelöst hat, hat man quasi das Nadelventil und die Armatur einzeln in den Händen. Weiter geht man dann her und packt das gleich natürlich mitgekaufte Magnetventil Pro auf, was auch wie alle unsere Dupla-Artikel verschweißt ist und für Originalität steht. In der Kartonage des Magnetventils Pro findet man zum einen ein vormontiertes Magnetventil mit Anschluss für das Nadelventil der Armatur Pro und Teflonband, um das Ganze abzudichten. Als erstes gehen wir her und wickeln mit Teflonband das Magnetventil Pro an der Seite, wo es in die Armatur Pro reingeht. Dazu legt man das Teflonband einfach nur auf, wickelt 3, 4, 5 Bahnen, ein bisschen anziehen, stramm ziehen. Abreißen, glatt ziehen, fertig. Dann schraubt man das Magnetventil Pro in die Armatur Pro, wie immer mit einem Rechtsgewinde. Zuerst mit der Hand. Und falls nötig, könnte man es nochmal mit einem Schlüssel nachziehen. Ist aber in der Regel nicht vonnöten. Als zweiten Schritt wickelt man dann wieder das Teflonband um unser Nadelventil. Fertig. Auch wieder 3, 4, 5 Umdrehungen, das reicht vollkommen. Teflonband ist in der Verpackung genügend dabei, dass selbst wenn man sich mal verwickelt hat, abgerissen ist, keine Ahnung, doch eine Undichtigkeit hat, das 3, 4, 5 Mal wiederholen kann. Man schraubt es wieder ein, wie zuvor, zieht auch das bei Bedarf einmal mit dem Schlüssel nach und schon ist es fertig. Hier schließt man dann wie gewohnt den Schlauch an und stellt alles wie gehabt, wie in dem ersten Video vorgestellt, ein. Der große Vorteil einer halbautomatischen Regelung der CO2-Anlage ist, dass man durch die Nachtabschaltung nachts kein CO2 ins Wasser gibt, da Pflanzen nachts direkt CO2 produzieren und dies nicht vonnöten ist. Was ich an dieser Stelle nochmal erwähnen möchte, ist, dass unser Nadelventil als einziger auf dem Markt eine eingebaute Rücklaufsperre hat und somit das Eindringen von Wasser auch ins Magnetventil, in den Druckmanometer verhindert wird und somit höchste Sicherheit gewährt, dass kein Wasser in die Wohnung läuft. Der große Vorteil einer halbautomatischen oder automatischen Regelung im Aquarium ist, dass man die Pflanzen permanent mit ausreichend CO2 versorgt, aber zu den Zeiten, wo es nicht vonnöten ist, zum Beispiel durch die Zeitschaltuhr in Verbindung mit dem Magnetventil, nachts auslaufen lässt oder ganz automatisch mit dem pH-Control von Dupla automatisch regeln lässt. Da gibt man quasi nur einen pH-Wert als Soll ein, als Beispiel 6,8, und den Rest macht dann das Magnetventil im Zusammenhang mit dem pH-Controller. Weil 6,8 ist erreichen, macht der pH-Controller zu, gibt kein CO2 mehr dazu, und wenn die CO2-Menge wieder gewünscht wird, ab 6,9 bis 7,
öffnet das Magnetventil automatisch durch einen Ausschlag von dem pH-Control und gibt erneut CO2 ins Aquarium. Wer das alles nicht selber montieren möchte, kann natürlich auch fertig montiert unsere CO2-Armatur Plus kaufen. Das erspart jede Menge, was heißt jede Menge, aber es spart einige Arbeit. Man hat die Sicherheit, alles richtig gemacht zu haben. Und preislich ist es auch kein Unterschied zum Einzelkauf. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, was posten wollt, irgendwelche anderen Vorschläge habt, schreibt uns was in die Kommentare, stellt uns eine Frage auf der info@dose-aquaristik.de und wir freuen uns auf eure Likes. Vielen Dank!